Hey Leute, heute haben wir einen kurzen, flotten Guide zu Tarik. Diesen habt ihr euch schon bei meinem ersten 5-Minuten-Guide gewünscht und heute ist es soweit. Werfen wir einen Blick auf das Allgemeine rund um Tarik und er ist ein defensiver Tank-Supporter, der einen besonderen Fokus auf Rüstung legt. Seine Passive, die W-Fähigkeit und die E eskalieren mit Rüstung. Zudem ist Tarik mit der W-Fähigkeit in der Lage, einen Teil seiner Rüstung weiterzugeben. Dieser Wert ist abhängig von der Stufe dieser Fähigkeit, doch bewegt sie sich im Rahmen zwischen 10 und 20%, was bei einem normalen Itembild etwa 20 bis 40 Rüstung entspricht. Ansonsten zeichnet sich Tarik durch seine Ultimate aus, wodurch er die Person, mit der er sich durch die W verbunden hat, und alle Leute, die in einem kleinen Umkreis um die beiden sind, nach 2,5 Sekunden für 2,5 Sekunden unverwundbar machen kann. Was bei Tarik weiterhin zu beachten ist, ist seine Spielweise im Kampf. Durch seine Auto-Attacks nach dem Nutzen einer Fähigkeit reduziert er den Cooldown seiner Fähigkeiten pro Hit für 2 Angriffe. Das bedeutet, ein Tarik muss, um effizient arbeiten zu können, direkt im Kampfgeschehen sein und draufkloppen. Die Skill-Order eines Tariks ist ein bisschen speziell. Wir fangen mit der E an für den Stun und ein bisschen Pressure und nehmen anschließend die W für die Verbindung zum ADC. Danach rate ich zu 2 Punkten in die Q-Fähigkeit. Pro Auto-Attack nach einer Fähigkeit laden wir eine Aufladung des Q-Heals auf. Da wir sowieso 2 Auto-Attacks machen müssen, um die Q wieder nutzen zu können, lohnt es sich auch gleich 2 Punkte für 2 Aufladungen in der Q zu haben, denn pro Skillpunkt haben wir praktisch auch eine Aufladung auf der Q. Insgesamt maxen wir die E für einen geringeren Cooldown der Stunts und mehr Schaden. Danach macht ein W-Max Sinn für die Rüstungsskalierung und ein stärkeres Schild, das mit dem maximalen Lebens des Ziels synergiert. Die Q-Fähigkeit kommt zum Schluss, da wir hier im Endeffekt nur die Aufladungen und die Mana-Kosten erhöhen, was insgesamt auch mehr Heal bedeutet, aber der Heal-Wert pro Stack bleibt immer der gleiche und jede einzelne Aufladung, die wir praktisch hier mehr haben, verbraucht dementsprechend auch mehr Mana. Durch die Kombination von Auto-Attacks und der Q-eigenen Passiven können wir auch mit 2 Punkten sehr viel, sehr lange heilen. Kommen wir zum Thema Kombos. Überraschenderweise gibt es bei Tarik keine fancy Kombos, die einem einen entscheidenden Vorteil bringen. Man sollte im Kopf behalten, dass man durch den aktiven Einsatz des Heals mit den Auto-Attacks einen unglaublichen Sustain im Kampf halten kann. Die andere Kombo-Möglichkeit betrifft den Flash mit dem Stun zusammen. Der Stun ist eine an uns gebundene Fähigkeit, wodurch wir in der Lage sind, den Gegner durch ein Stun-Flash-Play überraschen zu können. Dieses Play kann auch der Partner verwenden, der mit Tarik verbunden ist, denn der Stun, der von dem Partner ausgeht, ist natürlich auch an diesen gebunden. Beim Runenbild gibt es theoretisch endlose Möglichkeiten, je nach Spielstil, doch grundsätzlich können wir Guardian mitnehmen. Für Tarik lohnt sich die neue Rune Shield Bash, da er im Kampf immer jemanden mit der W schildert und somit mehr Schaden anrichten kann. In der richtigen Reihe sollten wir Boneplating mitnehmen. Da wir eigentlich im Kampf sind und genug Sustain haben, brauchen wir eigentlich nichts anderes als die reine Reduktion an Schaden. Nur gegen enorm ekelhafte Matchups sollte man Second Wind einpacken. Zuletzt lohnt sich natürlich Revitalisieren, doch darf man gegen viele Kontrollfähigkeiten bei den Gegnern auch Unflinching nicht vergessen. Standardmäßig kann man sich im 2. Baum Inspiration gönnen, zusammen mit den Schuhen und den Keksen. Die Kekse sind besonders gut, weil sie pro Keks dauerhaft 40 Mana geben und so Tariks Mana-Probleme lösen, und die Schuhe helfen ihm im späteren Verlauf, den Stun auch gut zu treffen. Als Runenschatz wäre in der ersten Reihe die adaptive Kraft sinnvoll auf Tarik, in der zweiten Reihe nehmen wir die 5 Rüstung mit, außer wir haben ein unangenehmes Poke-Matchup auf der Botlane, dann meist lieber die Magieresistenz, und auch in der letzten Reihe passen wir uns vollkommen dem Gegner an. Der Standardweg hier wäre das skalierende Leben. Kommen wir aber nochmal kurz zurück zu den Sekundärbäumen, denn hier lohnt sich unter Umständen auch Sorcery mit Mana Flow Band und Celerity. Das Mana Flow Band wegen offensichtlichen Mana-Problemen, wenn man viele Zauber nutzt, und Celerity, um die extra 2 Meter zu schaffen, während man jemanden mit dem Stun hinterherläuft. Eine andere Möglichkeit ist aber auch auf Precision zu gehen. Dort wird Presence of Mind mitgenommen und die Legendenrune mit Tenacity. Die Vorteile sind auch hier offensichtlich, um das Mana-Problem so ein klein bisschen zu umgehen, und Tenacity, um Tariks Tankfähigkeiten ein klein wenig zu unterstützen. Kommen wir zu den Items, und hier ist Tarik natürlich ein klassischer Relic-Supporter. Bei den Schuhen gibt es keine klare Regel, da passt ihr euch am besten eurem Gegner an. Gegen viel AD-Schaden nehmt ihr Ninja-Tabis mit und gegen viel Kontrolleffekte sind die Mercurys besser. Wägt hier aber auch ab, welche Runen ihr dabei habt. Zähigkeit funktioniert multiplikativ, das heißt, je mehr ihr davon habt, desto weniger profitiert ihr von den einzelnen Werten. Die typischen Items, die man sich auf einem Tarik dann noch so gönnen kann, sind Redemption, Sekes Konvergenz, Iron Solari, Night's Vow und letztendlich Ardent Sensor. Item Spotlights findet ihr in der Infokarte, da könnt ihr natürlich dann ein klein bisschen mehr ins Detail euch überlegen, welche Items ihr mitnehmen möchtet. Ich persönlich würde das Redemption gefolgt von einem Iron Solari und danach ein Ardent Sensor nehmen. Das ist eine ausgeglichene Variante, die nicht nur viel Schutz bietet,
sondern auch gute Push-Power im späteren Verlauf. Wenn man das Iron Solari nicht wirklich benötigt, dann ist dafür auch ein Night's Vow durchaus praktisch. Wir bekommen so noch ein bisschen mehr von allen Werten, die Taric super nutzen kann. Taric ist wie bereits erwähnt ein defensiver Tank-Supporter, doch er hat auch eine Menge Playing-Potenzial mit dem Stun und vor allem einer gut gesetzten Ultimate. Der wichtigste Schlüssel bei Taric ist tatsächlich Erfahrung sammeln und die richtigen Items der Situation entsprechend zu kaufen. Manchmal muss man sich mit Taric auch was trauen, denn wenn er nicht im Kampf ist und seine Passive nicht nutzen kann, ist ein Taric nur halb so viel wert. Und damit war's das. Ich danke euch für den Like, für die Aufmerksamkeit, das Teilen des Videos und ich wünsche euch noch viel Erfolg mit Taric. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.